Also das Projekt ist ja kein Projekt, sondern ein Unternehmen. Wir haben zum 1. Mai eine Firma gegründet. Diese Firma hat das Ziel, so vielen wie möglich vertriebenen Frauen aus und um Syrien herum zu helfen. Und zwar dadurch, dass sie ihnen einen Job gibt. Einen Job in der Produktion von Handarbeiten, Kunsthandwerk, Kleidung, Materialien. Diese werden dann nach Deutschland transportiert und hier verkauft. Die Firma heißt Realpa und die Idee der Firma ist, dass wir Marktzugänge schaffen für Menschen, die Marktzugänge nicht selbstständig schaffen können. In diesem Fall ist der virtuelle, der Internetmarkt gemeint und auch der physische Markt in einem anderen Land. Weil um diese Märkte zu erreichen, brauchen sie Infrastruktur und die haben viele Länder nicht und die Planning haben nicht die meisten Menschen Zugänge zu dieser Infrastruktur. Und das ist der Teil, den Realpa macht. Am Ende des Tages nennen wir das Mikrotrading, also Kleinsthandel. Wir kaufen von Frauen vorwiegend, nicht ausschließlich, aber vorwiegend diese Produkte ab, geben ihnen damit wirtschaftliche Sicherheit und dann eben verkaufen wir sie hier. Es ist noch nicht wirtschaftlich profitabel. Wir haben zum 1. Mai gegründet. Die Vorbereitungsarbeiten begannen im September letzten Jahres. Und der Businessplan nimmt an, dass wir in 3 Jahren nach Gründung Profit erwirtschaften werden, wenn das alles so eintritt, wenn unsere Verkäufe. Wichtig ist, dass wir nicht vorhaben, diesen Profit an uns auszuschütten oder uns reicher zu machen. Nein, wir wollen diesen Profit nehmen und in gemeinnützige Projekte investieren. Und dann haben wir es geschafft, dass wir aus dieser Wirtschaftskraft sozusagen doppelt helfen. Erstmal durch die Erwerbsfähigkeit der einzelnen Person, ihr damit mehr Freiheit gegeben haben, mehr Entscheidungsfreiheit, nicht abhängig von der Spende zu sein. Und zum Zweiten auch Projekte, die langfristige Finanzierung brauchen, wie zum Beispiel Schulen, finanzieren können. Das ist das Ziel. Wir haben natürlich auch aufgrund der Diskussion um die Flüchtlingssituation in Deutschland uns Gedanken gemacht, was können wir hier für geflüchtete Menschen tun. Und da können wir genau dasselbe tun, was wir in Syrien und im Libanon tun. Wir können Raum, Material und Ausbildung zur Verfügung stellen. Im Rahmen, in diesem Fall der Gemeinnützigkeit, tun wir das. Wir haben auch einen gemeinnützigen Verein. Und dabei sollen Produkte entstehen, die später verkauft werden können. Dafür brauchen wir aber an einem gewissen Punkt auch die Berechtigung zu arbeiten für unsere Frauen und unsere, sag ich jetzt mal, Mini-Auszubildende. Weil bei uns ist es nicht nur 3 Jahres- oder 2-Jahres-Ausbildung, sondern 4 Wochen. Erstmal eine leicht zu erlernende Tätigkeit, um auch Niederschwelligkeit zu erzeugen und den Zutritt zum Arbeitsmarkt leichter zu machen. Das größte Problem, was für alle 3 Punkte, die Sie genannt haben, zählt, ist das Regime, ist die Diktatur, die nun solcher Unterstützung nicht wohlgesonnen ist. Das heißt, versucht sie zu behindern. Und es ist gefährlich für die Frauen, die auch wenn sie Geld aus dem Westen annehmen würden, darauf stehen im Schnitt 10 Jahre Gefängnis. Auch wenn sie etwas produziert und verkauft haben. Und da setzt sich die Kette dann, ne, fängt an. Sie können nicht wirklich auf den Markt gehen, sie können nicht visibel sein, sie können nicht ihren Namen nennen, sie können nicht zu große Mengen einkaufen, das wirft Aufmerksamkeit. Sie können nicht frei reisen, die Sachen an die Grenze zu transportieren. Dafür nehmen wir ein Taxifahrersystem. Jetzt haben wir gerade auch eine Möglichkeit gefunden, Sachen direkt nach Deutschland mit dem Flugzeug tatsächlich über Libanon. Das hat jetzt einmal geklappt. Das genau Daumen drücken, ich hoffe, das klappt noch ganz oft. Und dann haben wir natürlich auch mit Verhaftungen zu tun, leider Gottes, kürzlich erst. Und das Vierte, was ein sehr, sehr großes Problem darstellt, ist die Willkür in so einer Krisensituation. An einem Tag sagt der Grenzsoldat, ja, komm rüber, ne? Gib mir was weiß ich, $50 dafür, am nächsten Tag schickt er den zurück. Ne? Und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann warten sie hier auf die Produkte und die Kunden warten hier. Darauf weisen wir aber auch unsere Kunden hin. Es ist kein Mitleidskauf, da lege ich Wert drauf, denn die Sachen sind toll und schön und die haben einen anständigen Preis und sind auch noch handgefertigt. Aber es ist so, dass die Lieferzeiten nicht immer eingehalten werden können. In Beirut, das ist unser Hauptstandort in den Flüchtlingslagern, ist ja eine sehr große Enge und viele, viele Menschen, also 40.000 auf einem Quadratkilometer.
Das ist, da ist sehr sozialer Druck, da gibt es auch häusliche Gewalt. Und dementsprechend ist dieser Raum, wo sie, der jeden Tag mehrere Stunden geöffnet ist, wo man nähen, sticken und so weiter, kann ja auch ein Ort der Erholung. Sie ist immer mit Kinderbetreuung, sie können die Kinder immer mitnehmen. Und für die Frauen, sie können einen Tee trinken, sie treffen ihre Nachbarinnen mehr oder weniger in einer, relativ sicheren Atmosphäre. Sonst kann ich Ihnen sagen, dass der Druck und die soziale Not in den Flüchtlingslagern immens ist und jeden Tag steigt. Also erstmals, wir haben uns echt mit Heldinnen zu tun, ne? Was die alles machen, 4, 5, 6 Kinder, sie waschen, sie kochen und das machen sie auch alles weiter, sie gehen arbeiten, sie lernen was, sie melden sich für einen Kurs an, was auch andere NGOs anbieten, und ich bin einfach begeistert von dem Mut und der Kraft dieser Frauen. Und ja, ohne die läuft da gar nichts. Und auch was das Thema Moderation oder Mediation eigentlich angeht. Also es entstehen immer wieder auch Konfliktsituationen und da spielen die Frauen eine ganz wichtige Rolle. Grundsätzlich müssen wir aber auch sagen, wir haben es dort mit patriarchalen Strukturen zu tun, das ist so. Das muss man nicht schönreden, da weigere ich mich auch immer. Aber da erwacht was. Und zwar aus einer völlig anderen Situation heraus, als wir das vielleicht erwartet haben, dass dann die gebildeten Frauen und sich zum Westen öffnen und allem drum und dran. Das ist die Macht des Faktischen, ja, weil sie für das Essen sorgen. Also was ich mir definitiv wünschen würde, ist, erstmal haben wir einfach mit als Arbeitgeber, ich packe mich jetzt mal in die Position, mit allen Behörden zu tun, die es irgendwie erdenklich gibt. Ich muss zur Ausländerbehörde, ich muss zur Agentur für Arbeit, ich muss zum Jobcenter, gegebenenfalls noch übers Innenministerium irgendwas drehen. Es dauert ewig und die bestimmen sich auch nicht immer miteinander ab. Und mein Appell ist, ganz eindeutig die Stufen hier deutlich zu verringern. Ich sehe auch bei vielen Sachen nicht den Mehrwert, zum Beispiel bei der Vorrangprüfung, weil die muss immer in dem Sinne negativ auffallen. Die Vorrangprüfung ist, gibt es in Deutschland oder in Europa jemand anders, der diesen Job machen kann? Und diesen Job gibt es nicht, wo es niemanden anders gibt. Also von daher, das sind bürokratische Hürden, die dringend abgeschafft werden müssen, meines Erachtens. Und wenn die Arbeitgeber, was ja auch nicht immer vorkommt, auf den Staat zugehen und sagen, gib mir was, gib mir Leute, ich schaffe dir Stellen, dann muss das schnell gehen. Weil es gibt genügend Menschen, ganz offensichtlich. Ich misstraue zwar den Zahlen von Herrn de Maizière erheblich, und beziehungsweise ich weiß, dass eine andere Behörde ganz andere Zahlen veröffentlicht, nämlich das BAMF. Aber ich bin der Meinung, das ist das Einzige, was hier hilft, die Bürokratie zu reduzieren, Arbeitserlaubnisse schnell zu erteilen, auch sofort einen Antrag zu ermöglichen und ohne Vorrangprüfung. Und ehrlich gesagt, dann ist der letzte Appell, dann ist der Arbeitgeberseite zu überlassen, den Einstellungs-, den Coaching- und Integrationsprozess zu gestalten. Wenn wir jetzt das Thema Frauen in Arbeit bringen nehmen, dass wir da jetzt nicht in erster Linie zwischen Geflüchteten und ich sage jetzt mal deutsche Frauen unterscheiden, da ist eine Menge zu tun. Da hat Deutschland auch noch eine Menge zu tun. Ich weiß das selber, ich bin Führungskraft, ich muss da einen harten, steinigen Weg gehen als Frau in einer Männerwelt. Das ist so. Und da gilt genau dasselbe für die geflüchteten Frauen wie für die deutschen Frauen. Das Male Bonding, das Ausgrenzen ist ein größeres Problem meines Erachtens bei Frauen im Arbeitsalltag, als dass jetzt die richtigen Coachings, die speziell auf Frauen zugeschnitten sind im Bewerbungsprozess und so weiter. Ich glaube, diese Coachings brauchen wir gerade speziell zugeschnitten auf geflüchtete Menschen, aber ich würde da nicht unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Und weil unser System ist den meisten Menschen herkommen einfach überhaupt nicht geläufig. Also von daher kriege ich jetzt schon wieder den Appell rein. Ich bin der Meinung, dass ganz dringend, und die Diskussion um die Quotenregelungen in der deutschen Wirtschaft zeigen es ja auch, Veränderungsprozesse aus den Unternehmen kommen müssen und eben ganz dringend rauskommen müssen, dass kein Ausgrenzungsprozess bei Frauen und Karriere passiert. Für die geflüchteten Frauen als auch gerade im Bereich, den wir ja versuchen zu bedienen, also niederschwellig und nicht so schwer zu erlernen, ist Kinderbetreuung das A und O.
weil allein daran würde es immer scheitern, wenn die Frau ihr Kind nicht mitbringen kann oder keinen Ort dafür hat. Insbesondere, da wir ja oft größere Familien auch zu tun haben, das muss gewährleistet werden. Das ist nicht so ganz einfach, das gebe ich auch zu. Auch für Unternehmen, nicht jedes Unternehmen hat so eine Größe, dass es sich einen Betriebskindergarten leisten kann. Aber da auch wieder der Blick Richtung Politik. Es gibt so schon nicht genügend Krippenplätze, jetzt brauchen wir immer ganz dringend ein paar mehr. Weil sonst können wir die Frauen nicht aus dem häuslichen Situation rausholen. Das wird auf jeden Fall deutlich schwer. Wir haben es mit ganz vielen Kulturen, Nationen, Altersgruppen und Herkünften zu tun. Die Enge, das Warten, der psychische Druck führt zu vermehrt Gewalt gegen Frauen. Hier wird sehr viel diskutiert, ob sie jetzt sozusagen, ich sage das mal so harsch, neue Vergewaltiger für deutsche Frauen haben. Ich sehe das Problem vielmehr, dass das in den Camps selber Frauen nicht geschützt werden. Und ich musste auch erfahren, dass das Ausländerrecht höherrangig in diesem Fall ist als das deutsche Gewaltenschutzrecht. Und die Residenzpflicht also für eine Frau, dass sie in diesem Camp bleiben muss, im Moment kann nicht den Rechtsweg aufmacht, um in ein Frauenhaus zu gehen zum Beispiel, weil sie an diesem Ort bleiben muss. Und das ist etwas, was fast gar nicht diskutiert wird und für mich absolut unhaltbar ist.